Dieses Video erklärt die Rentenrechnung. Das heißt also immer dann, wenn wir mehrere Zahlungen in gleicher Höhe und in gleichen Abständen betrachten, dann wird das in der Finanzmathematik als Rente bezeichnet. Das heißt also, ganz egal, wie das aussieht, immer was mehrfach hintereinander in gleicher Höhe und in gleichen Abständen bezahlt wird, wird als Rente bezeichnet. Wie kann man so etwas aussehen lassen? Also wenn man sagt, eine Rente oder ist eine Einzahlung oder etwas Ähnliches, dann kann die zu einem bestimmten Zeitpunkt starten und dann kommt sie aber immer wieder, immer wieder, immer wieder und irgendwann bricht das Ganze ab. Man kann dann schauen, zu dem Zeitpunkt zum Beispiel, das ist der Wert einer Rente. Zum Ende hin. Das nennt man dann natürlich ein Endwert. Eine Rente. Will man das zum Beispiel schauen, was ist das dann hier vorne wert? Dann sagt man, okay, hier, ich gucke mir mal das alles an, nehme meinen Endwert komplett und teile das Ganze durch Q hoch N Zinsperioden und sage, dieses hier ist der sogenannte Barwert. Das heißt, ich kann sagen, was ist die Rente wert zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ich kann das ja natürlich hier diesen Pfeil auf jede beliebige Länge schieben. So, die Literatur hat nun verschiedene Möglichkeiten, diese Rente zu bezahlen. Manchmal wird es mit dem Buchstaben R gemacht. Häufig wird der Buchstabe E für Einzahlungen genannt. In der Investitionsrechnung ist auch A für Auszahlungen recht gebräuchlich. Oder man benutzt das A im Sinne von Annuitäten. Denn der Begriff Annuität besagt nichts anderes, als dass es sich um mehrere Zahlungen gleicher Höhe in gleichen Abständen handelt. Also was sind alles Renten, wenn man sich das so überlegt? Renten sind zum Beispiel Sparverträge, denn ein gleich hoher Betrag soll immer zum selben Zeitpunkt gezahlt werden. Renten können auch Löhne sein. Immer am Zahltag kommt der Lohn, das ist in der Regel am Ende des Monats. Das können Kredite sein, immer am Zahltag muss ein gleich hoher Betrag zurückgezahlt werden. Oder eben halt auch das, was Sie normalerweise so eben unter Renten bezeichnen, beliebiger Art, ganz egal, was auch immer. All das fällt unter den Begriff Rentenrechnung. Wichtig ist bei uns nur, dass wir die Zahlungen an bestimmten Terminen haben und diese Termine immer gleich weit auseinander liegen und die Zahlungen immer gleich hoch sind. Dabei muss man zwei Dinge unterscheiden. Erstens, zahlen wir grundsätzlich nur zu Zinsabrechnungsterminen. Ist unser Zinsabrechnungstermin innerhalb eines Jahres, dann haben wir mit Hilfe des konformen Zins die Möglichkeit, Zinszuschläge auf jeden beliebigen Zinszeitraum zu legen. Das heißt also, wir haben überhaupt kein Problem, immer zu Zinsabrechnungsterminen zu zahlen. Man muss noch unterscheiden, wird eine sogenannte vorschüssige Zahlung vorgenommen oder eine nachschüssige Zahlung. Eine vorschüssige Zahlung ist so gesehen am Anfang der Periode. Also man fängt gleich an und zahlt ein und dann gibt es die nächste Zahlung zum Zeitpunkt 2, dann zum 3, 4 und so weiter bis hin zu TN-1. Der letzte Zeitraum hier hinten, da fällt am Schluss keine Zahlung mehr an, anders die Nachschüssige Zahlungen sind am Anfang der Periode, zahlt man noch nicht, sondern immer erst am Ende. Und dann wird der Reihe nach gezahlt und da die letzte Zahlung eben halt erst zum Ende der Periode anfällt, rechnet man das so. Diesen Vorgang, den grünen, wie gesagt, bezeichnet man nachschüssig, den lilanen als vorschüssige Zahlung. Es ist klar, dass man das auch ein ganz klein wenig anders berechnen muss, wobei
Letztendlich unterscheidet es sich nur um eine einzige Verzinsung, um einen einzigen Zinszeitraum. Wenn wir das ganze Konto jetzt zum Endwert abrechnen, also wenn wir sagen zum Zeitpunkt TN, was ist unser Konto wert, dann müssen wir den Wert des Kontos angeben, zum Beispiel mit KN, Kontostand zum Zeitpunkt N. Da haben wir unsere Einzahlung und jetzt braucht man eine sogenannte geometrische Reihe zum Abrechnen. Wie man darauf kommt, ist für Sie nicht relevant. Wichtig ist, dass man die Formel kennt. Die lautet E mal Q hoch N minus 1 durch Q minus 1. Das hier ist für den, der es interessiert, ist die sogenannte geometrische Reihe. Wenn es interessiert, es gibt bestimmt auf YouTube Bilder oder auch Videos, die diesen Faktor erklären. Es ist aber niemand genötigt, diesen Wert dort hinten herzuleiten, sondern nur anzuwenden. Das heißt, Sie können die Formel nehmen und verwenden. So, wenn meine nachschüssige Zahlungsreihe zum Zeitpunkt N dieses ist, dann ist meine vorschüssige Zahlungsreihe Kn ja im Grunde erstmal dasselbe, also E hoch Q hoch N minus 1 durch Q minus 1. Vorschüssig wird sie dadurch, dass ich genau diesen einen Zeitraum hier noch habe zum Verzinsen. Das heißt, ich multipliziere das genau mit einem Zinszeitraum und dann habe ich eine vorschüssige Zahlung. Also brauche ich vom nachschüssigen Fall zum vorschüssigen Fall mir nur merken, es wird einmal mehr verzinst. Ansonsten sind die Dinger absolut identisch. Nun kann man ja aber nicht nur zum Zeitpunkt dort hinten abrechnen, sondern wir haben eben gesehen, man kann auch überlegen, was ist das Ganze heute wert, also zum Zeitpunkt T0. Dann hätten wir K0. Ich habe eben schon gesagt, das nennt man auch den Barwert, deswegen wird K0 auch sehr oft in der Literatur mit dem Buchstaben B abgekürzt. Und das ist nach dem, was wir von unserer Anlage wissen, ja nichts anderes als Kn mal Q hoch N, also Q hoch minus N, oder wer es lieber mag, als Kn durch Q hoch N. Sie wissen, das sind alles identische Schreibweisen. Also würde man dann barwertig sagen, der Barwert für eine vorschüssige Zahlungsreihe ist E mal Q hoch N minus 1 durch Q minus 1 mal Q mal 1 durch Q hoch N. Und im Falle einer nachschüssigen Zahlung sieht das Ganze fast genauso aus, also E mal Q hoch N minus 1 durch Q minus 1, aber nicht mehr mal Q, sondern nur mal 1 durch Q hoch N. Das ist übrigens wieder eine äquivalente Schreibweise. Können wir auch noch da oben hinschreiben. So, damit hätten Sie alle Formeln, die man braucht zur Rentenrechnung. Im nächsten Video werde ich Ihnen zeigen, wie man das benutzt.